Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Borussia Dortmund Karriere. Und ja Leute, heute wird's extrem interessant. Wir haben zuerst das Spiel gegen Bayern, also hier gegen Freiburg und Frankfurt. Die beiden werden wir schnell simulieren. Gegen Bayern gehen wir jetzt in die Höhepunkte rein. Hat jetzt hier oben, seht ihr, gegen Wolfsburg gut geklappt. Gegen Man U werden wir das erste Spiel wie immer auch gegen Neapel schnell simulieren. Das Rückspiel werden wir dann eben schauen, wie eben das Hinspiel ausgeht. Ja, und bei den weiteren Spielen werde ich euch dann einfach informieren, wie es dann weitergeht. Es wird dann auch abhängig sein von der Champions League. Wer guckt mal ganz kurz weitergekommen ist. Man U eben, dann City schmeißt Villarreal raus. Wir schmeißen Napoli raus. Bayern schmeißt Monaco raus. Porto gewinnt gegen Juve. Real gewinnt gegen Paris. Leverkusen schmeißt Arsenal raus, obwohl sie im Rückspiel noch 3-1 verloren haben, weil sie 3-0 im Hinspiel gewonnen haben. Celtic gewinnt sogar in Barcelona. Oder in Katalonien, wie auch immer man das sagt. Aber verlieren trotzdem 3-2 im Gesamtergebnis. Okay. Ja, und wir spielen dann eben, wobei ich wollte nochmal ganz kurz gucken, wie jetzt die Viertelfinalpartien aussehen. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Porto gegen Real Madrid, Leverkusen gegen Bayern. Okay, es waren halt drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Aber ja, da musste halt ausgerechnet die gegeneinander treffen. Und es waren sogar die meisten aus einem Land. Da sind noch zwei aus Spanien, einen aus Portugal und zwei aus England. Die beiden Manchester-Clubs, ja. Barca gegen City, auch geiles Duell. Ja, wir müssen jetzt gegen Bayern spielen. Wenn wir gewinnen, sind wir auf einen Punkt dran. Verlieren wir, sind die halt 7 Punkte weg. Und damit ist extrem schwierig. Wir spielen alle Höhepunkte. Hat zwar letztens gut geklappt, wo wir nur Angriffe gespielt haben, aber gegen Bayern kann ich mir das in der Situation nicht erlauben. Angriff von Borussia Dortmund. Es geht schon mal gut los in der 5. Spielminute mit Donny Malen. In der Mitte steht hier Openda. Da unten ist nochmal Adeyemi. Der bringt den Ball nochmal weiter auf Luis Openda. Adeyemi, gewinnt bitte das Kopfballduell. Er gewinnt, aber dann ist da, glaube ich, Kim Min-jae, der dann eben mit dem Kopf dann dazwischen ist. Weite Flanke von Borussia Dortmund in der 31. Spielminute durch. Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte. Auf jeden Fall ist da Malen mit Openda. Aber jetzt ist da wieder ein Bayern-Spieler, der Licht dann hinten dran und dann haben wir da keine Chance. Das sind die Chancen, die wir nicht nutzen. Angriff von Borussia Dortmund mit Emre Can. Ich sehe in der Mitte wahrscheinlich Openda hier stehen. Da ist er. Nee, ist Gerassi, weil er eingewechselt wurde. Flo Wirtz spielt den Ball hier durch zu Adeyemi, weil er durchläuft. 62. Spielminute. Wir gehen hier in der Allianz Arena bzw. Sanderson Park mit 1:0 in Führung. Und es gibt einen Angriff von Bayern München in der 90. Spielminute. Und es ist immer dann so ein typisches Bayern-München-Tor. Würden sie ihn jetzt reinschießen, ne? Komm, gegen Sané. Irgendwie. Ich habe Grätschen gedrückt. Er grätscht aber nicht. Komm, wir müssen den Ball irgendwie weghalten. Das ist wahrscheinlich die letzte Aktion. Und jetzt ein Gegentor zu kassieren, wäre so unfassbar bitter. Komm, irgendwie den Ball holen. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, Kobel ist da. Und das muss es bitte gewesen sein. Wir schlagen den FC Bayern München auswärts und sind nur noch einen Punkt hinten dran. Dieser Sieg gegen den FC Bayern München war unfassbar wichtig. Jetzt starten wir rein in das Spiel gegen Man U in die Schnellsimulation. Und wir gewinnen schon wieder 3-0. Das heißt, Rückspiel können wir eigentlich auch wieder schnell simulieren. Schlotterbeck trifft einmal und Adeyemi doppelt. Freiburg heißt der nächste Gegner. Wir sind ein Punkt hinter den Bayern. Gut, nur ein Tor geschossen, ist aber egal, wegen der Tordifferenz. Aber wir müssen jetzt dranbleiben. Hier weiter die Spiele gewinnen. Gegen Freiburg machen wir das auch. Player trifft bei eben Freiburg. Bei uns Wirtz und Benze Baini. Ja, Leute, ich wünsche mir eigentlich jetzt jedes Anfangsspiel, dass es heim ist von einer Partie. Wir starten hier mal mit der B11 rein. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier 4-0 verlieren. Es ist genau das gleiche Ergebnis wie gegen Neapel. Wir spielen 2-2. Bei uns treffen Kimmich und Baino Gittens. Bei Man U Rashford doppelt. Freiburg wollte ich gerade sagen. Genau, Frankfurt heißt der nächste Gegner. Oh, Bayern ist immer noch ein Punkt vorne. Ey, ich will nicht, dass es entweder punktgleich oder halt wirklich wegen einem Punkt hier scheitert. Starten wir rein. Wir gewinnen gegen Frankfurt. Ganz, ganz wichtig. Ferreira trifft eben bei Frankfurt. Bei uns Benze Baini und Adeyemi. Wir sind beim Spiel gegen Mainz. Bayern sind jetzt 2 Punkte vorne. Die haben unentschieden gespielt. Jetzt gegen Mainz müssen wir gewinnen, um vorne zu sein. In der Champions League habe ich schon gesehen, es geht gegen Real Madrid, weil die eben weiterkommen gegen Porto, aber auch nur knapp. Und es ist sogar zuerst auswärts. Nein, das ist nicht gut. Bayern gewinnt 4-0 gegen Leverkusen. City gewinnt 4-2 gegen Barcelona. Man U gewinnt verliert 5-2 eben gegen uns. Jetzt geht's rein gegen Mainz.
Und Leute, Bayern hat verloren. Das ist die Chance, jetzt mit einem Punkt vorbei zu ziehen. Und wir schlagen Mainz mit 5:1. Richter trifft bei Mainz. Bei uns Adeyemi einmal malen, Emre Can und Openda sogar top. Das war ein Ausrufezeichen gegen Mainz. Bayern spielt 1:1 gegen City. Vielleicht gibt es ja wieder das Champions-League-Finale von 2013 Reloaded. Hoffentlich diesmal zugunsten von uns. Ich gehe mal hier in die Höhepunkte rein, weil in den Höhepunkten klappt es ja immer gut. Aber diesmal spiele ich nur Angriffe. Alleingang von Borussia Dortmund in der 11. Spielminute. Es ist doch schon mal positiv, dass wir nach 11 Minuten noch kein Gegentor kassiert haben. Aber wenn wir nur die Höhepunkte spielen, beziehungsweise nur Angriffe, müssen wir jede Chance nutzen, die wir kriegen. Und wir nutzen sie schon mal erstmal nicht mit Donny Malen. 19. Spielminute, kriegen wir wieder einen Angriff. Er steht immer noch 0:0 mit Joshua Kimmich. Da muss dann halt Adeyemi auch irgendwo sich mal freilaufen. Aber er läuft genau dahin, wo er nicht hinlaufen soll. Luis Openda setzt sich irgendwie durch, spielt den Ball zu Adeyemi, weiter zu Donny Malen, der steht nicht im Abseits. Wieder zurück zu Frimpong, weiter zu Kimmich, der kann schießen. Aber dann wird er leider geblockt, dann ist der Ball auch schon weg. Und es steht immer noch 0:0, 25. Spielminute. Wieder jetzt eine Gelegenheit zur Flanke für uns mit Joshua Kimmich. Aber da läuft sich wieder keiner frei. Da ist Adeyemi, da ist Wirtz, Openda ist hoffentlich aus dem Abseits gelaufen. Gut, der schießt sowieso nicht rein und er war im Abseits. Jetzt gibt es in der 35. Minute wieder eine Gelegenheit für uns mit Joshua Kimmich. Können wir den hier direkt in die Mitte flanken. Also das war nicht dahin Kimmich, wo ich hinflanken wollte. Aber gut, ja, das Spiel geht 1:0 für Real Madrid aus, nicht gut. Nächstes Spiel gegen Leverkusen. Wir sind ein Punkt vor Bayern. Leute, das kann man nicht mehr verkacken. Wir müssen einfach das gleiche machen wie Bayern München. Und wir spielen gegen Leverkusen nur 2:2. Das könnte jetzt der Genickbruch sein. Schick und Correa treffen bei Leverkusen bei uns Adeyemi und Malen. Ich habe nicht auf die Tabelle geschaut, wir gucken erstmal hier rein. Die haben noch nicht gespielt, wir müssen jetzt gegen Real Madrid ran. Leute, das Spiel werde ich jetzt selber spielen. Ja, mal schauen, was passieren wird. Wir haben es so weit geschafft, deswegen möchte ich es jetzt auch noch weiter schaffen. Wie nur eben halt hier ins Halbfinale. Ich werde auf jeden Fall mal Süle rauspacken für Silva. Und ja, wir gehen so rein, Leute, komm. Es muss klappen, wir gehen rein. Kobel 91, wir spielen die Partie selber und mal schauen, was passiert. Antonio Silva spielt den Ball durch zu Luis Openda. Der kommt an zu Karim Adeyemi. 27. Spielminute. Das ist der 1:0 Führungstreffer für uns. Und das ist in der Gesamtwertung das 1:1. Ich habe ja oben gesehen, dass Hummels auf jeden Fall seine Karriere beenden wird. Wusste ich ja schon am Anfang. Aber da oben stand es nochmal, dann ist mir das eingefallen. Reus Vertrag läuft erst nächstes Jahr aus. Hummels sein Vertrag läuft jetzt aus. Und dann beendet er seine Karriere. Und Leute, ich möchte bitte mit einem Titel, vor allem Hummels, einen Titel hier noch bescheren. Egal ob jetzt Champions League oder eben Bundesliga. Aber geiler wäre es natürlich die Champions League. Für Reus wäre es für mich wichtig, dass er eben die Bundesliga mit Dortmund gewinnt. Das war ja sein größter Traum in echt, was wahrscheinlich in echt nie passieren wird. Vielleicht ja hier mal schauen. Karim Adeyemi, 6. Tor in 12 Partien, so wichtiger Treffer. Oh, Adeyemi setzt sich da sehr gut durch. In der Mitte ist Luis Openda, aber der hat noch seinen Playstyle, wo er schneller ist. Luis Openda, 37. Minute, 2:0 Führung für den BVB und das ist so unfassbar wichtig für den Einzug in das Champions League Finale, das wäre so wichtig. Hier Adeyemi tankt sich durch mit seinem Playstyle, wo er nochmal schneller ist. Openda schießt ihn dann einfach rein, Malen will ihn, egal, 2:0 Führung. Leute, wir haben es fast geschafft, 86. Minute, ich möchte hier einfach nur nochmal wechseln, alles hier reinbringen, was irgendwie noch Fitness hat. Und dann irgendwie hoffen, dass wir das noch über die Zeit bringen. Komm, es sind nur noch ein paar Minuten. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Eine davon ist schon mal rum. Es gibt noch mal eine Aktion für Real Madrid mit Vini Junior. Nuno Mendes, der Schiri pfeift ab. Borussia Dortmund zieht in das Champions League Finale ein. Wir haben noch 2 Spiele, Augsburg und Köln. Wir sind noch vorne, weil Bayern verloren hat. Okay, das heißt jetzt einen Sieg holen, dann ist es schon mal möglich. Wir kriegen ja dann gegen Köln dann die Meisterschale dann eventuell überreicht. Wir müssen aber erst gegen Augsburg bestehen und wir schlagen die mit 2:0. Wir gucken direkt drauf, der FC Bayern München gewinnt gegen Leverkusen. Das heißt, es entscheidet sich am letzten Spiel. Alex Cardoso möchte auch weg. Ich nehme jetzt eh alle Spieler, die über einer 60 haben, nehme ich hier erstmal mit.
Ist komplett voll. Wo ist jetzt dieser Cardoso? Ja, gut, der kann sowieso gehen. Und jetzt frage ich mich was. Das Spiel hier gegen Köln ist am letzten Spieltag auswärts. Kriegen wir trotzdem die Meisterschale überreicht? Sollten wir gewinnen? Das ist das Interessante. Und deswegen gehe ich jetzt hier in die Höhepunkte rein. Werde aber nur die Angriffe spielen, weil das Champions-League-Finale wartet. Ich weiß nicht, wer der Gegner ist. Wir spielen nur Angriffe und hoffentlich gewinnen wir das Spiel oder zumindest einen Unschieden. Dann darf Bayern nicht höher als 3-0 gewinnen. Gelegenheit zur Flanke für Borussia Dortmund in der 15. Spielminute. Köln führt schon und ausgerechnet ist das entscheidende Spiel hier gegen eine Favoritenmannschaft. Wie heißt denn das? Fanfreundschaft sozusagen, weil Dortmund hat da mit Köln so eine Fanfreundschaft. Und wir machen jetzt 1-1. Ich habe es gar nicht kommentiert. Aber ja, Openda macht hier den 1-1 Ausgleichstreffer. Das sieht schon mal gut aus. In der 24. Minute gibt es einen Elfmeter für den ersten FC Köln. Ich weiß nicht, gegen wen Bayern spielt. Das dürfen wir nicht drauf achten. Adeyemi hat in einem Champions-League-Spiel den Elfmeter verschossen. Im Pokal war es gegen Bochum. Und hier verschießt er ihn auch wieder. Ich verstehe nicht, was mit diesen Elfmetern immer ist. Ich habe, glaube ich, in 100 Elfmetern, die ich gemacht habe, habe ich erst einen getroffen, nur so gefühlt. Emre Can hier mit Niklas Süle, der kann es einfach mal probieren. Der geht aber dann leider ins Aus. Nicht gut. Köln darf nicht gewinnen hier. Das ist das Wichtigste. Wir kriegen wieder eine Aktion mit Wirtz in der 36. Minute. Also wir kriegen hier ganz schön viele. Da unten ist er doch, Adeyemi. Und wir haben hier schnelle Leute. Komm, da oben ist Openda. Mach einfach sweaty Goal. 36. Minute. 2-1 Führungstreffer für Borussia Dortmund. Dann das sieht gut aus. Köln muss 3-2 gewinnen, um uns die Meisterschaft kaputt zu machen, wenn Bayern überhaupt gewinnt. Aber wir kriegen nochmal eine Chance. Es steht immer noch 2-1 nach 50 Minuten. Ne? Da ist Karim Adeyemi. Ich hoffe, Openda läuft da durch. Und Openda läuft da durch. Das ist nicht Openda, das ist Donny Malen. 50. Minute, 3-1 Führungstreffer. Und ich Vollidiot vergesse Reus. Ne, Reus habe ich mitgenommen. Aber Hummels ist auf der Ersatzreservebank. Nein, ich habe es voll vergessen. Das heißt, die können bei der Meisterschaft vorher nicht dabei sein. Ich hoffe, dass Marco Reus zumindest noch eingewechselt wird. Der Schiri pfeift ab. Dortmund gewinnt gegen Köln mit 3-2. Und stürzt endlich die Hoffnung für die ganzen Bayern-Spieler, dass sie noch Meister werden. Der Bann ist gebrochen. Die jahrelange Dominanz von Bayern München hat ein Ende mit diesem Jahr, mit dem Jahr 2024 ist es, glaube ich, hier. Es ist die zweite Saison, wir werden Meister. Ich hoffe, Marco Reus ist da irgendwo dabei. Also Kobel ist Kapitän, aber ich sehe, glaube ich, Marco Reus nicht. Das kann egal sein. Ich genieße erstmal die ganzen Szenen. Und das Thema mit Bayern München ist noch nicht vorbei. Das ist nämlich das Champions League Finale Reloaded. Bayern schlägt City mit 3-2. Das heißt, das hier ist das Champions League Finale von 2013. Bayern hat sogar gegen Leipzig eben nur 2-2 gespielt. Heißt, wir sind so oder so Meister. Auch wenn wir verloren hätten, das wäre dann egal gewesen. Ich hoffe, es sind alle fit. Jawohl, und ich gehe auch. Hey, Reus war, glaube ich, nicht da. Reus war nicht dabei. Oh Mann, war das dumm von mir. Egal, Reus hat eine Meisterschaft mit Dortmund. Ich glaube, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, sein Vertrag läuft erst ein Jahr später noch aus. Ich glaube, jetzt läuft nur Hummels sein Vertrag aus. Das ist halt eben das Problem. Genau, Hummels hier 0 Monate. Er beendet eben seine Karriere. Wo ist denn hier der gute Marco Reus? Genau, ein Jahr. Heißt, nächstes Jahr ist er auch noch dabei. Hoffentlich nächstes Jahr mit einem Hattrick mit DFB-Pokal, Champions League und auch Bundesliga. Wir packen jetzt eben beide mit rein, dass beide hier eben drin sind. Devin Rentsch packe ich nochmal rein. Auch nochmal hier die, wo alle schlechte Bissigkeit haben. Ja, und dann starten wir so rein in das Champions League-Finale gegen den FC Bayern München im Santiago Bernabeu. Geht's ran, das Spiel spielen wir natürlich selber.
Da ist Emre Can, der läuft einfach mal durch. Openda ist aber in der Mitte. Er verlangt den Ball, aber er läuft sich dann nirgendwo frei. Da ist Luis Openda. 8. Spielminute, Borussia Dortmund geht hier im Champions-League-Finale mit 0:1 in Führung. Ganz, ganz wichtig. Aber was Emre Can da macht, unfassbar. Der rennt da einfach durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Spielt den Ball in die Mitte. Zu Openda, der schießt den Ball rein. Keine Chance für Manuel Neuer im Tor. Und damit führen wir hier im Champions-League-Finale mit 0:1. Luis Openda, sein 5. Tor in 10 Partien. Oh, da ist Manuel Neuer. Was macht der für ein Mist? Und dann ist da Nico Schlotterbeck. Der Junge, der gefühlt nie ein Tor macht, wenn man selber spielt. Er hatte in der Simulation, in der Schnellsimulation schon mal ein Tor gemacht. Aber jetzt ist er da, ganz, ganz wichtig. 39. Minute, 2:0 Führung für Borussia Dortmund. Und das müsste schon mal eine kleine Vorentscheidung sein. Ich wollte es ja gar nicht kommentieren, aber was macht Manuel Neuer? Eckball von Adeyemi. Dann macht da, ist es Guerrero oder Masraoui? Nee, Masraoui macht dann so einen Köpf zurück zum Neuer. Der könnte einfach in die Hand nehmen, macht er nicht. Schlotterbeck köpft den Ball dann rein, wo er während Neuer auf dem Boden liegt. 2:0 Führung. Es ist Adeyemi, Schlotterbeck, da ist Openda ins Glück. 3:0 zur Halbzeit und das muss eigentlich die Entscheidung sein. Hier im Champions League Finale, wir nehmen Bayern auseinander. Leute, das macht so Spaß, gegen Bayern zu gewinnen. Ich hasse Bayern so abgrundtief. Und es macht so Spaß, gegen die dann zu gewinnen. Adeyemi, Schlotterbeck, weiter zu Openda. Der macht's eiskalt gegen Manuel Neuer. Keine Chance, 3:0 Führung. Und so gehen wir in die zweite Halbzeit rein. Doch bevor wir in die zweite Halbzeit reingehen, gibt's ein kleines Debüt. Marco Reus darf hier nochmal seine letzten Minuten für die Saison feiern. Und Hummels darf die letzte Halbzeit in seiner Profikarriere für Borussia Dortmund feiern. Es tut so weh, dass er seine Karriere beendet. Vielleicht kaufe er seinen Regen, je nachdem, der müsste in der Bundesliga dann auch sein. Dann kaufe er seinen Regen, wenn es gut läuft. Ja, wenn es irgendwie klappt und dann mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Da ist Karim Adeyemi, weiter zu Kimmich, der nochmal durch zu Openda. Es ist die 90. Minute, Leute, und das Spiel ist gleich fertig. Es gibt nochmal 2 Minuten Nachspielzeit. Benze Baini nochmal mit Karim Adeyemi. Es ist vollbracht. In der ersten Saison holen wir keinen einzigen Titel. Und in der zweiten Saison gewinnen wir direkt 2. Denn das Champions League oder die Champions League und die Bundesliga. Und wir sind damit am Ende der Saison, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft, Champions League-Sieger. Und normalerweise ist ja so, Leute, wenn ich Champions League gewinne, ist Schluss mit der Karriere. Aber weil ich Dortmund-Fan bin, möchte ich noch eine Karriere hinten dran setzen, beziehungsweise eine Saison noch.
Weil dann eben auch Marco Reus der Vertrag ausläuft, dann ist er eh finito. Wir sehen in die Bundesliga-Tabelle. Wir vor Bayern München, Wolfsburg, Leipzig, Köln, Hoffenheim, Leverkusen, Union, Frankfurt, Bremen, Freiburg, Mainz, Hertha, Gladbach nur 14, Bochum 15, Stuttgart auf 16, der KSC und der FC Augsburg müssen leider runter. Pokalfinale gewinnt eben Köln. Im Halbfinale waren ja Bochum und Union Berlin. Und Leverkusen fliegt tatsächlich gegen Köln raus und Union Berlin macht es dann im Finale. Relegationsspiel gewinnt der Schalke gegen Stuttgart, heißt alle drei Bundesligisten gehen runter und alle drei von der zweiten Liga gehen dann eben hoch. Wir haben auch den Asian Elite Cup gewonnen. UEFA Superpokal gewinnt City gegen Betis, da sind wir nächstes Jahr auch dabei. Wir gewinnen das Champions League Finale. Bayern hatte eine Gruppe, wo sind sie denn hier mit Villarreal, Newcastle und Prag, sind sie knapp durchgekommen. Dann im Achtelfinale schlagen sie Monaco via Napoli. Im Viertelfinale schlagen wir Man U. Bayern schlägt Leverkusen. Im Halbfinale schlägt Bayern City. Wir schlagen Real Madrid. Und im Finale schlagen wir dann Bayern 3-0. Wir spielen im Superpokal gegen den RSC Anderlecht. Noch eine Lieblingsmannschaft von mir. Sehr, sehr geil. Die gewinnen die Europa League. Die waren dann wahrscheinlich hier in einer Gruppe irgendwo. Ne, sind die von der Champions League runtergekommen? Ja gut, das könnte natürlich sein, dass die von der Champions League runtergekommen sind. Ja, hier waren sie. Mit Atletico Arsenal haben wir nur 3 Punkte geholt. Gewinnen dann die Europa League. Sehr, sehr stark. Haben dann in der Vorrunde gegen Besiktas gewonnen. Dann gegen Royal Antwerp im belgischen Duell. Dann Fenerbahce, dann Eindhoven. Und dann gewinnen sie gegen Milan. Conference League gewinnt Tottenham 8-7 gegen Alkmaar im Elfmeterschießen, ne? Wir schauen hier, die meisten Einsätze hat Karim Adeyemi, die meisten Tore Openda mit 30. Adeyemi war auch 25 Mal, nur 10. Mokoko hat nicht so viele Einsätze, den behalte ich dann für nächste Saison, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Wichtig ist dann, macht die meisten Vorlagen Openda, meisten ohne Gegentor waren hier einige. Kobel war 20 Mal ohne Gegentor, ist aber auch schon sehr viel. Wir sehen hier denn die Entwicklungen aus, Kobel plus 1, Kimmich geblieben, Wirtz plus 2, Adeyemi plus 2, Schlotterbeck plus 2, Malen plus 3, also die Entwicklungen sehen auch sehr, sehr gut aus. Wir müssen dann in der neuen Saison noch die Verträge von Lotka, Can, Gerassi, Meier, Rothe, Özcan, Günther, Moukoko und Reus vielleicht verlängern. Auch wenn es nur eine Saison ist, möchte ich verlängern, weil wenn ich da einige davon verkaufen will, kann ich nur halt nochmal 5 mehr verkaufen. Ja, in der nächsten Saison gibt es dann auch Ausverkauf, weil ich alle Spieler verkaufen werde, die ich nicht mehr brauche, weil ja eben die letzte Saison ist. Und nochmal so viel Geld zu machen, wie es geht, um nochmal ein paar Spieler zu kaufen. Und da würde ich sagen, Leute, war es das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen, ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr mal keine Videos mehr verpasst. Das sind mir, Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.